Hallo, herzlich willkommen wieder aus dem Mies61. Hier ist wieder Andreas. Heute wartet kein Fitnessvideo auf euch, sondern wir haben uns überlegt, eine häufige Frage, die auch an mich als Trainer geht, ist immer so, was bedeuten eigentlich diese Handzeichen, die immer hinten auf dem Po gezeigt werden? Ist immer gar nicht so einfach zu erklären, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns heute mal so ein bisschen Zeit. Ich denke mal, es werden so rund 10 Minuten werden, um so das einfachste Schema mal einmal zu erklären, einmal zu zeigen. Dafür haben wir auch schon so ein kleines Feld im Sand vorbereitet. Und zwar unterscheiden wir grundsätzlich immer zwei Zeichen. Und zwar ist das einmal Linie und einmal Diagonal. Das sind so die zwei Grundzeichen, die meistens verwendet werden. Wir fangen mit dem, was im ambitionierten Breitensport wahrscheinlich mit Abstand am meisten gespielt wird. Das ist der Linienblock. Und zwar haben wir immer die Situation, ein Spieler steht jetzt hier im Aufschlag, drüben das andere Team. Hier dieser kleine Kronkorken mit Corona, das ist unser Ball. Und der Spieler vorne am Netz hat jetzt für beide Spieler das angezeigt. Das heißt, er will beide Spieler Linie blocken. Und zwar nehmen wir mal das erste Beispiel, also der Aufschlag geht zu dem Spieler. Der würde den Ball dann annehmen zum Partner. Der spielt den Ball zu, sodass hier dann dieser Spieler im Angriff mit dem Ball dran ist. Das heißt, für den Spieler, er positioniert sich vor dem Ball, will diesen Spieler dann dort Linie blocken. Das heißt, er will diesen Bereich für den harten Schlag abdecken. Hier dürfte also kein harter Schlag in diesem Bereich landen. Das heißt, für den Partner, der bewegt sich in die Mitte und geht dann rüber aus dem Blockschatten und würde dann dort den harten Schlag in der Diagonalen erwarten. Ja, also stellt euch den Ball als Lampe vor. Hier die Hände machen einen Schatten. Da, wo der Schatten ist, kann kein schneller Ball landen. Aus diesem Bereich müsst ihr rausgehen und deswegen würdet ihr dann in der Diagonalen stehen. Genau das gleiche Spiel wäre auch andersrum, weil auch den anderen Spieler hat er angezeigt, will er Linie blocken. Wenn jetzt also der Ball zu dem Spieler geht, der nimmt den Ball wieder an, kriegt einen Pass und ist dann hier im Angriff. Dann ist der Blocker hier drüben, stellt sich wieder vor den Ball. Diesmal deckt er nicht diesen Bereich ab, sondern er versucht hier wieder den Linienblock zu stellen. Dahinter entsteht wieder der Blockschatten. Der Spieler rutscht also aus der Mitte wieder in die Diagonale, sodass dann der harte Schlag hier in der Diagonalen abgewehrt wird. Also beide Seiten diagonal. Beide Seiten Linie, der Abwehrspieler geht in die Diagonale. Zweite Zeichen, was wir ja gerade schon hatten, wäre dann diagonal blocken. Genau das Gegenteil. Wir machen also wieder einen Aufschlag auf den Spieler. Der nimmt den Ball wieder an, kriegt einen Pass von seinem Partner, greift hier vorne wieder am Netz an. Wir stellen uns jetzt nicht gerade davor, sondern leicht schräg, sodass der Blockschatten in der Diagonalen entsteht und hier kein harter Schlag entstehen kann. Das heißt also für den Partner, der geht aus der Mitte in die Linienabwehr. Der harte Schlag, der jetzt vorbeikommen kann, würde hier Richtung Linie gehen. Dort muss sich der Abwehrspieler positionieren. Gleiche nochmal andersrum. Der andere Spieler bekommt den Ball, ist wieder im Angriff vorne. Wir stellen uns wieder schräg davor. Blockschatten entsteht wieder in der Diagonalen. Und wir rutschen aus dem Bereich raus und würden wieder in der Linienabwehr stehen. Einmal vielleicht kurz zu dem Hintergrund, warum wir hier stehen müssen und nicht hier hinter uns stellen. Für den Ball, der über den Block rüber geht, der muss ja nicht nur übers Netz gehen, sondern er muss ja über den Blocker gehen. Dieser Ball ist also länger unterwegs. Für den Ball haben wir mehr Zeit, ihn zu erlaufen. Die Zeit haben wir dann halt und nutzen uns, hier rüber zu bewegen. Der schnelle Schlag, der auf den Boden geht, auf den wollen wir stehen. Deswegen müssen wir aus diesem Blockschatten raus. Immer so die leichteste Methode, um zu überprüfen, ob man das ganz gut verstanden hat. Wenn wir eine Seite diagonal und eine Seite Linie blocken würden, dann würde immer die Situation entstehen. Also egal, zu welchem Spieler ich jetzt Aufschlag mache. Die Seite blocken wir Linie, die Seite blocken wir diagonal. Das heißt für den Abwehrspieler, wenn ich den Aufschlag mache, Linie. Wenn ich den Aufschlag mache, diagonal. Das heißt, wir müssten so oder so in der Feldhälfte stehen, weil der harte Schlag immer so oder so auf diese Seite gehen würde. Das wäre so das Grundschema Blockabwehr. Meistens im Freizeitbereich wird gar nicht so viel geblockt. Trotzdem ist es immer die Aufgabe für den Spieler vorne aufzupassen. Ja, weil im ersten und zweiten Kontakt, also sowohl in der Annahme, wenn dieser Ball direkt rüberkommt, nimmt der hintere Spieler, der Abwehrspieler, die hintere Feldhälfte und der vordere Spieler, der Blockspieler, würde die vordere Feldhälfte nehmen. Ist also nicht in links und rechts, sondern in vorne und hinten aufgeteilt. Und das gilt auch für den zweiten Kontakt. Wenn der jetzt also aus Versehen den Pass rüberspielen würde auf unsere Seite, müsste der Blockspieler da sein, müsste diesen Ball eigentlich relativ einfach bekommen.
Ja, deswegen löst er sich dann auch erst nach dem Pass, wenn er sich dann lösen will, weg vom Netz. Und bis zum zweiten Kontakt, wenn er den Ball einschätzen kann, bleibt er vorne, weil die kurzen Bälle ihm gehören. Falls dieser Ball lang rübergehen sollte, aus Versehen oder mit Absicht, ist der Spieler hinten dafür bereit, diesen Ball abzuwehren. Dann kommt immer ein Punkt, der ziemlich häufig gefragt wird. Ich will das oder das blocken, will aber immer gerade weggehen. Bin ich kein großer Freund von. Ich würde auch kurz erklären, warum ich davon kein großer Freund bin. Weil, nehmen wir mal die Situation, ich bin jetzt vorne am Netz, der Pass geht hier ins Netz und ich entscheide relativ spät, obwohl ich diagonal angezeigt habe, dass ich mich Linie lösen will. Was macht aber mein Partner? Er blockt diagonal, ich gehe in die Linie. Dann entscheidet der Spieler aber, ich gehe doch Linie weg. Ich müsste also in relativ kurzer Zeit hier rüber, das schaffe ich oft nicht mehr und dann wäre die Feldhälfte hier drüben komplett frei, auch für den harten Schlag. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn ich Linie angezeigt habe, löse ich mich auch Linie weg. Mein Partner hat seine feste Position in der Diagonalen. Oder wenn ich diagonal angezeigt habe, löse ich mich diagonal und mein Partner würde so oder so in der Linie warten. Da gibt es noch viele speziellere Fälle. Wenn zum Beispiel Ball in der Mitte oder weit von außen angegreift wird oder wenn ein Überkopfpass bespielt wird, wollen wir heute gar nicht so drauf eingehen, sondern erstmal nur dieses Grundthema, Linie blocken, Linie lösen, wo gehört der Partner wann hin, welchen Bereich versuche ich abzudecken. Ich hoffe, das war relativ verständlich und kurz erklärt. Guckt einfach mal rein. Wenn ihr dazu noch mal Fragen habt, könnt ihr das ja gerne unter dem Video posten. Dann können wir nächstes Mal vielleicht auch auf speziellere Fälle so ein bisschen Rücksicht nehmen.